Wir stehen hier an einer Presswickelkombination, die den Ballen entweder mit Netz oder Film binden kann, bevor dieser auf den Wickeltisch übergeben wird. Aber was genau sind die Vor- und Nachteile von Netz bzw. Folie? Für trockenes Heu und Stroh ist die Netzbindung die bessere Lösung. Der Heuballen lüftet besser, wenn er nicht rundherum mit Folie gebunden und somit versiegelt ist. Die Materialkosten der Netzbindung sind geringer als bei Folienbindung. Es sollten jedoch weitere Faktoren berücksichtigt werden. Ein Vorteil der Folienbindung ist beispielsweise, dass die zusätzlichen Folienschichten der Bindung den Silageballen luftdicht versiegeln. Das erhöht die Futterqualität und bietet den Kühen einen höheren Nährwert. Ein weiterer Vorteil der Folienbindung ist, dass die Ballen mit deutlich mehr Spannung gebunden werden können. Sie schmiegen sich quasi wie ein Gummiband um den Ballen und drücken die Luft seitlich heraus. Unter der Folie verbleibt keine Luft, das ist wichtig für die Futterqualität. Die Folie sorgt für eine kompakte Ballenform, selbst bei langer Lagerung. Die Ballen fallen nicht in sich zusammen. Außerdem versiegeln die Folienschichten das Futter luftdicht. Zudem ist ein mit Folie gebundener Ballen viel leichter zu öffnen. Netz lässt sich schwieriger vom Ballen entfernen. Nicht selten bleibt Futter im Netz hängen oder gar Netzreste im Futter. Folie lässt sich sauber vom Ballen lösen und kann leichter recycelt werden. Also, Folienbindung bietet gegenüber der Netzbindung viele Vorteile. Hauptsächlich in Bezug auf Futterqualität und Effizienz. Und das macht sich bezahlt. Wenn Sie mehr über Coon Twin Real Folienbindung erfahren möchten, klicken Sie hier.